Also die Projektwochen sind dafür gedacht, dass wir den Schülern einfach mal die Möglichkeit geben, mal was anderes zu machen, außer Mathematik, Englisch und Deutsch. Und sie sollen einfach auch etwas ausprobieren und selber sich kreieren. Also ihr wart ja jetzt hier bei uns zu Besuch bei der Tanzgruppe. Und das haben die Mädchen so gut eigentlich alleine auf die Beine gestellt. Und das zeigt eigentlich, wie viel Kreativität in ihnen ruht. Ja, wir haben die Chöre alle zusammengearbeitet. Und ja, jeder hat ja seine eigenen Ideen, da haben wir es dann zusammen gemacht. Ja, ich bin ziemlich zufrieden. Es sieht bei manchen halt noch ein bisschen unsicher aus, aber desto mehr wir tanzen, desto besser sieht es dann aus und sicherer wird man dann. Wir bieten den Workshop oder die AG Bildhauerei mit Speckstein an. Also die Herausforderungen sind ganz klar räumliches Vorstellungsvermögen, Geduld, handwerkliches Geschick. Also ich bin wirklich erstaunt, was für handwerkliches können manche hier zeigen und wie sie jetzt mir auch beim räumlichen Denken folgen. Das kriegen manche ganz toll hin. Ja, also ich bin begeistert, muss sagen. Wir bauen fliegende Objekte und haben uns auf einen Indoor-Flyer, also ein leichtes Balsa-Modell für die jüngeren Semester, und für die älteren haben wir ein größeres, auch mit Propeller angetriebenes Modell entschieden. Also mir macht sehr viel Spaß, hier zu arbeiten mit dem Holz und mit dem Leim. Die Herausforderungen sind das feine Arbeiten an verschiedenen Teilen. Jetzt bei den Flügeln zusammenkleben und so ist eher der schwierigere Teil. Man braucht sehr viel Feingefühl in den Fingern und muss Flieger sind leicht und auch leicht zerbrechlich und da muss man halt sehr vorsichtig mit Materialien umgehen. Und das haben etliche Kinder ziemlich schnell rausgefunden. Ich finde, dass die Projektwoche in den letzten Tagen ziemlich gut läuft. Man lernt mehr Schüler aus der Schule kennen, auch die in den unteren Klassen, und das gefällt mir ziemlich gut. Also ich finde die Projekttage echt super, denn es macht mir sehr viel Spaß und ich tanze auch sehr gerne und hier sind auch voll viele Freunde von mir und es macht mir halt sehr Spaß, mit ihnen zu tanzen, Spaß zu haben und ja. Also ich glaube, ein Erfolg ist es, wenn die Kinder sagen, das ist mal was anderes, das ist top, hier konnten wir uns mal ausprobieren. Ein Erfolg kann auch sein, dass einer sagt, oh nee, das ist nichts für mich. Das ist auch nicht schlimm, sage ich mal. Ja, im Leben ist ja nicht immer alles ganz einfach. Das waren bis jetzt die besten Technikstunden in dem Jahr. Das war wirklich sehr entspannt und die Ergebnisse sprechen für sich. Also ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden mit dem Ganzen.